Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich wollte heute eine Verpackung basteln für so eine quadratische Schokolade. Und dafür brauche ich zwei verschiedene Farbkartons. Einmal den Pekanusskarton nehme ich und den Glutrot. Und ich benutze hier auch fröhliche Rentiere oder Renntiere. Da nehme ich nur den Spruch raus. Und ansonsten nehmen wir noch ein Stück Designerpapier. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ich fange an mit dem Pekanuss und es wird der Boden von dieser Verpackung und den schneide ich mir zu in 14,1 x 21,3 cm. Also 14,1 mal 21,3 und den falzen wir auch gleich an der kurzen Seite jeweils bei 1,3 cm. Ich drehe mir das Blatt und lege es wieder bei 1,3 an. Jetzt lege ich die lange Seite oben an und wir falzen jeweils bei 10 cm. Einmal von der Seite, dann drehe ich mir das Blatt, lege es wieder bei 10 cm an und somit erhalten wir hier in der Mitte eine Mulde sozusagen und das wird unser Knick nachher. Jetzt geht es weiter mit dem Deckel, da nehme ich mir den Farbkarton Glutrot und den schneide ich mir zurecht in 14,7. Mal 15,5 und da falzen wir auch bei der kurzen Seite jeweils bei 1,5, genau bei 1,5. Das ist doch die kurze Seite, oder? Moment, 14, ja, genau. Bei 1,5. Auf der Seite und auf der anderen Seite einfach das Blatt umdrehen. Na, nur hier. Und an der langen Seite falzen wir jeweils von 7 bei 7 cm. Wieder drehen und wieder bei 7 anlegen und bei 7 cm falzen. Genau, dann können wir das erstmal jetzt hier weglegen. Nehmen uns jetzt eine Schere. Was ist das denn hier? Und schneiden uns das hier in der Mitte ein. Und machen hier draus. Wir schneiden uns auch hier so eine kleine Zipfel. Also, na, wie nennt man denn die jetzt? So eine Aussparung. Die schneiden wir uns mal hier raus. Und das machen wir hier auf der anderen Seite genauso. Erst die Falzlinien einschneiden. Und dann könnt ihr euch die kleine Aussparung rausschneiden. Mir fehlen halt irgendwie die Worte, ich weiß auch nicht. Genau. Dann haben wir das hier schon mal fertig. Das machen wir hier gleich mit dem Boden auch noch. Na, sag mal. Ach, da. So, wenn wir das getan haben, können wir sie auch schon falzen. Alle Falzlinien mal nachfalzen. Hoppala. Ich
bin heute wohl ein bisschen schwungvoll. Genau, und dann können wir diese nämlich zusammenkleben. Guckt euch, welche Seite schöner ist, weil der Abschluss geht so, dass die vordere Seite nach hinten geklebt wird, sodass wir hier einen schönen Abschluss haben. Genau. Und so kleben wir es jetzt mal zusammen. Nehmen wir uns ein bisschen Flüssigkleber. Kleben erst die eine Seite. Kurz andrücken. Und dann können wir schon die nächste Seite ankleben. War doch wieder zu viel. Und dann können wir die andere Seite auch schon ankleben. Also heute habe ich es ja. Und dann kleben wir das genau hier drüber. Das können wir auch dann noch mal von innen ein bisschen mit dem Papierfalter nachziehen oder nachdrücken, damit es schön anzieht. Und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Nehme ich mir das Mittelteil, klebe das hier zuerst an. Drücke das da ein bisschen gegen. Und jetzt klebe ich die außen klebe ich hier nur um. Drück die an und klebe die fest. Warte kurz. Und dann gehe ich nochmal mit dem Falzbein hier rein und drück das an. Und schon haben wir unseren Boden fertig. Da können wir ja mal testen, ob die Schokolade reinpasst. Hervorragend. Passt sehr gut. Hat Luft und Platz. Hier geht es nochmal kurz auseinander. Ich muss das hier nochmal kurz andrücken. Und dann hole ich mir mal kurz ein Tüchlein, weil ich da rumgeschmiert habe, den Kleber. Genau, so. Dann können wir auch schon weitermachen. Jetzt machen wir unseren Boden. Dann machen wir das Gleiche. Erstmal alles schön nachfalzen. In der Mitte genauso falzen. Und dann wäre das eigentlich ganz sinnvoll, wenn man jetzt hier vorher, bevor man das zusammengeklebt hat, das Designerpapier raufklebt, weil das müsste dann. Ich nehme hier einen Bogen Designerpapier aus den Rentierspielen 164166. Das ist das, dieses tolle Designerpapier. Und da schneide ich mir jetzt ein Stück zu mit dem Papierschneider in den Maßen 11,2 x 6,5. Ich schneide mir mal jetzt hier erstmal einen Streifen ab von 6,5. 6,5 x 11,2. Schauen wir mal. Hervorragend. Das sieht richtig gut aus. Haben wir ringsherum noch schön einen kleinen Rand. Genau. Und dann kleben wir dieses auch schon auf. Dann haben wir das auch schon. Und
dann können wir jetzt diesen Deckel auch schon zusammenkleben. Und das wird genauso verfahren wie beim Bohnen. Erst die in der Mitte, die kleine Lasche festkleben, andrücken. Und dann kommt diese kleine Schicht hier draußen darüber. Jetzt mache ich wieder mit der anderen Seite dasselbe oder das gleiche. Erst hier in der Mitte, nehme die hintere und klebe die drüber. Klebe mir das mal kurz, drücke mir die andere Seite kurz weg, damit ich da rankomme. Drücke mir das ein bisschen an. Und dann kann ich hier Kleber drauf machen und die Klappe rummachen. Entschuldigung, ich musste es gleich beniesen. Genau, da müsste der Deckel auch darauf passen. Jawohl, genau. Dann kann ich jetzt schon mal eine reinmachen, eine tolle Tafel Schokolade. Mache ich den Deckel schon mal gleich rüber. Ich finde es voll cool. Ich finde es richtig schön. Jetzt machen wir noch einen Spruch drauf. Und da finde ich zum Beispiel fröhliche Rentiere, nehme ich da. Und zwar zusammen ist Weihnachten am schönsten. Ich mag den Spruch unheimlich. Und dann kann man nämlich... Nee. Der muss eine Etage größer sein. Genau. Dann brauche ich jetzt ein Stück Grundweiß, das nehme ich mir hier aus meinen Resten raus. Wir brauchen ja nicht so viel. Ich habe ja hier schon, seht man, eine ganze Menge Reste nur von Grundweiß. Das muss ich jetzt mal alles so nach und nach mal aufbrauchen. Und ich mache den Spruch jetzt in Glutrot. Ich finde das Papier zauberhaft. Jetzt mache ich den in Blutrot. Tada. Genau, und dann wollte ich den mit den Stanzformen aus den Weihnachtsworten, da gibt es ja so tolle Stanzformen, habe ich mir gedacht, vielleicht können wir den ja damit ausstanzen. Passt hervorragend. Genau. Dann stanzen wir den mal noch schnell aus und dann geht's weiter. Ich klebe das Etikett jetzt erstmal mit Abstandspads da drauf. Jetzt muss man mal gucken, dass ich es nicht zu niedrig, nicht zu tief mache, weil ich will ja das nur oben rum haben. Ich klebe es ja nicht ganz drauf, sonst kann man ja die Verpackung nicht mehr öffnen. Genau, und dann klebe ich das hier so mittig rauf. Und für dieses Löschlein müssen wir mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie einen kleinen süßen... Hier, ich nehme die. Genau. Tada! Und davon kann man theoretisch oder auch praktisch ganz viele zum Beispiel als Tischgudi fertig machen, wenn es Heiligabend ans Essen geht oder zum ersten Feiertag zum Festmenü eingeladen wird. Dann kann man die nämlich wunderbar schön auf den Tischen, auf den Tellern verteilen. Und dann habt ihr alle so ein kleines Mitbringsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kleine Verpackung für die Schokolade ist ein tolles Mitbringsel und wie gesagt, zu Weihnachten oder für Nikolaus kann man die Verpackung ganz schnell machen und auch in die Massenproduktion gehen. Die ist ja schnell gemacht.
Genau, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.